Willkommen in der nächsten Folge von Pflanzen gegen Zombies. Natürlich vom Let's Play des Spiels. Zengarten müssen wir nicht. Ist noch nicht so lange her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Also, ins nächste Level. Und die Blumen mal schnell fallen lassen. So. Auch dieses Mal könnt ihr unter dem Video noch eure Ideen posten für dieses schöne hier. Ihr schlagt am besten mal vor, was ihr da gerne dabei hättet. Eure Top 5, die unbedingt dabei sein muss. Und 5 weitere, wo ihr sagt, die wären schön, wenn sie dabei wären. An Pflanzen, die ihr euch aus diesem Karree hier raussuchen könnt. Ich weiß, dass noch hier eine fehlt. Unten in der Mitte. Und das macht aber gar nichts. Sind ja genug andere Pflanzen da. Wie gesagt, Regeln sind wie folgt. Ihr sucht mir die Pflanzen raus. Ich werde dann versuchen, ein Überlebensspiel damit zu spielen. Also ein Endlos-Überlebensmodus. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Deswegen schreibt fleißig Kommentare und gebt eure Favoriten ab. Am besten einfach einen Kommentar mit erste Pflanze die, zweite, dritte, vierte, fünfte und die ersten 5 werde ich dann als die ihr unbedingt dabei haben wollt. Und wie gesagt, ihr müsst nicht, das hatte ich noch nicht gesagt, ich sage es jetzt, also nicht wie gesagt, sondern wie jetzt sagend. Ihr könnt ruhig auch einen Daumen hoch machen beim Kommentar, wo ihr denkt, das ist eine gute Auswahl an Pflanzen. Ihr könnt meinetwegen ruhig was Verrücktes machen, aber je verrückter die Vorschläge, umso schwerer wird es für mich, das zu schaffen. Natürlich, eine Herausforderung ist natürlich immer spannend, aber ich weiß nicht, inwieweit das dann für euch noch Spaß ist, zuzuschauen. Müsst ihr selber entscheiden. Auf jeden Fall freue ich mich über lustige Pflanzenvorschläge. Und wenn sie besonders gut sind, mache ich vielleicht mehrere solche Folgen mit Überlebensmodus, mit euren Pflanzen. Wäre ja eine schöne Idee. So, meiner Meinung nach. Ich suche immer die Duplinator-Pflanze. Ja, bis jetzt sind doch eigentlich ein paar ganz gute Pflanzen dabei. Schnell mal in der Nase gekratzt. Weiß gar nicht, warum ich euch das erzähle. Das interessiert euch ja eh nicht. Ich darf nicht vergessen, jetzt in der nächsten Aufnahme mir einen neuen Rechen zu kaufen, sonst stehe ich ganz schön blöd da. Na, na, na. Ah, schon wieder. Entschuldigt bitte, ich darf nicht mehr mitzoomen. Ich sollte mir irgendwie den Rasen eine Notiz machen. Nicht mehr mitsummen. Oder noch schlimmer, irgendein anderes Lied summen, während man eine Aufnahme macht. Noch schlimmer. Ach, ich freue mich irgendwie schon auf die Überlebensmodus-Folge mit euren Pflanzen. Also mit meinen Pflanzen, die ihr vorgeschlagen habt, natürlich. Ho, 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 ho. Eure müsst ihr schon schön selber freispielen. Ach, du schon wieder, ey. Nicht lang fackeln. Gleich Blattwalzen, ey. Noch einer von den nervigen Schnürsenkeln. Mann, geh dir mal einen Turnschuh kaufen, wie du wieder aussiehst mit deinen Operschuhen. Könnte tatsächlich meinen, das wären hier Altherren-Zombies, wie die hier angekleidet rumkommen. Oder wie ich schon mal den Vergleich gemacht habe mit Lehrern. Ich weiß, böse Vorurteile und nein, Lehrer sehen nicht alle so aus. Ihr habt recht, nicht alle Lehrer sehen so aus.
So, irgendwie habe ich mir den zweiten Abenteuer-Modus Durchlauf schwieriger vorgestellt. Also, die haben mir die Anfangsphase genauso easy gelassen, wie sie war. Also nicht ganz genauso, ja, ich weiß. Aber trotzdem ist es schon ziemlich lässig. Also, dafür, dass es jetzt doch praktisch für Fortgeschrittene sein sollte. Weil die Pflanzen, die der sich ja ausgesucht hat, sind ja gar nicht so dumm irgendwie. Ja, das ist wieder unser Ghetto Brother Zombie. Wenn ich irgendwie in die Bilddatei eingreifen könnte von den Zombies und die viel mehr verändern könnte. Da hätten die Pylonen-Zombies bei mir mal Pylonen mit Streifen. Die nehme ich, diese Dinger erinnern mich irgendwie an den Schulsport. Dieses blöde Slalomlaufen. Und so ein Scheiß. Ach Schule. Das war eine schöne Zeit. Voller Unschuld. Ruhe. Und Hausaufgaben. Ach ja, Hausaufgaben. Etwas, das während meiner Schulzeit als Wort existiert hat, aber nicht als aktive Tat. Liebe Kinder, macht immer schön eure Hausaufgaben. Das ist nicht nur für die Lehrer, das hat auch irgendwo einen Nutzen für euch. Welchen kann jetzt keiner genauer definieren, aber es klingt einfach besser, wenn man das so sagt. Ach, jetzt hätte ich hier beinahe das Kleingeld liegen lassen. Die Peanuts. Ach, den hebe ich gar nicht auf. Ich hab's doch nicht nötig. Nein, Quatsch. Als richtiger, reicher Vorgartenbesitzer, wie wir doch sind, nehmen wir natürlich auch das kleinste Stückchen Geld mit. Ist ja wohl klar, ne? Nur der Richtigkeitshaber hier. Ach stimmt, das kommt jetzt auch noch. Wir gehen bohlen. Gehen wir noch bohlen? Ja, das machen wir noch in der Folge. Aber nur, weil ihr seid, ne? Hier, nimm diese Walnuss. Warum ich dir eine Walnuss gebe? Weil ich deppert bin. Naja, er ist deppert, ich nicht. Und jetzt los, bohle wie der Teufel. Ja, Teufel! Ach ja, man kommt einfach nicht von dieser Stimme los. Ich versuche ja, ohne die Stimme weiterzumachen. Ohne die charmante Deppy-Dave-Stimme, die ich mir angeeignet hatte in der ersten Staffel Pflanzen gegen Zombies. Hier, auf diesem Kanal. Hätten Sie es gedacht? Nein, Quatsch. Ja, aus soundtechnischen Gründen, weil ich es doch selber als sehr störend empfanden habe, als ich mir nochmal ein, zwei Folgen angeschaut habe, um reinzuhören. Das hat einfach so viel Spaß gemacht. Oder auch nicht. Aber irgendwas muss ich ja sagen. Wenn ich es einfach nur sage, weil ich dämmert bin. Da, mein Mikro hat schon wieder ordentlich gezerrt. Den hole ich mir. Ja, Brains. Nee, den hole ich mir vielleicht nicht. Gehört der Film so nicht so gut. Ja. Ich, hab doch genug, Nüsse. Ich kann mir das ruhig erlauben, die zum, Rasenvorgarten rauszuwerfen. Das war voll beabsichtigt. Ich hab den nicht aus Versehen da einfach nur versemmelt. Nee. Das war mit viel Taktgefühl und langer Planung. Noch ein Schritt, noch ein Schritt. Ja. Und voll in die. Genau, voll dahin halt.
jetzt aber. Hey, 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 hey. Das ist nicht fair. Der ist erst gehüpft, da hatte das Ding schon praktisch seine Beine gestreift. Betrug. Betrug? Ich zeig euch an. Ich gehe zur Anti-Zombie-Gewerkschaft. Wir haben faire Regeln ausgehandelt. Laufen. Kennst du nicht die Regel, bei grün darfst du gehen, bei rot musst du stehen? Manchmal habe ich das Gefühl, die Zombies waren nie in der Schule. Oder haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Wir wissen nicht, was er damit sagen will. Wofür ich die Schaufel eigentlich bei dem Level brauche, habe ich nicht so ganz verstanden. Ja mal in den Kommentaren erörtern, wofür eine Schaufel in diesem Level unbedingt erforderlich ist. Und wenn ihr einen sinnvollen Grund gefunden habt, lasst einen Kommentar da. Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das kann ich ja hier nicht sagen. Wie schlimm. Ich kopiere schon andere. Habe ich das nötig? Das nicht. Eventuell schon mehr eine Pflanze. Hier für euch. Eine Erdbeere. Warum sie Erdbeere heißt? Weil sie euch unter die Erde bringt. Versteht ihr? Ach komm, der war fast lustig. Man hätte drüber lachen können. Wenn er lustig gewesen wäre. So. Lauf, Forrest, lauf! Meine Mama sagt immer, das Leben ist wie eine Walnuss. Außen hart und innen au. Faul. Ach ja. Ich frag mich schon, was die in die Walnuss reingemischt haben, dass die so explosiv ist. Ich glaube, es ist aus den 90ern. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together. For now until forever. Nee, forever. Ups. Man sollte schon aufpassen, was man sagt. Aber gut, wer will schon mit einem Zombie die Nacht verbringen? Ja, ich weiß. Vorurteil, dass die Gehirne fressen und so. Die sind eigentlich ganz nett und das sind doch auch nur Menschen. Gut. Die riechen etwas streng und sehen nicht mehr so gut aus. Und die tanzen wie Michael Jackson, aber hey, ansonsten sind die doch voll in Ordnung irgendwo. Ihr solltet in die andere Richtung sausen. Ah, ich komme nicht hinterher mit Münzen sammeln. Immer fliegt es an denen da hinten vorbei. Das so schlau war? Ja, war es. Muss. Das würde ja sonst bedeuten, dass ich verlieren würde. Und ich kann nicht verlieren. Das geht doch nicht.
Nicht ohne mein Gucci-Bandana. Na? 1, 3, 4, 1. Ey, oh. Schon wieder. Hey, das ist unfair. Ich habe mich verklickt, das zählt nicht. Naja. Immerhin habe ich es geschafft. So, und dann war das Level jetzt, also diese Folge, ungefähr 15 Minuten. Bisschen drüber, macht nichts. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.